In unserem heutigen Beitrag aus unserer Reihe Forschungsdatenmanagement geht es um Datenmanagement nach Plan, das heißt um Datenmanagementpläne. Wir greifen noch einmal zurück auf das fiktive Beispiel der Forschung zur Eichhörnchenkunde. Remy Rius hat ein Projekt bewilligt bekommen zur Evolution von Eichhörnchen in Europa. Er hat allerdings die Auflage bekommen, dass er die Daten aus einem vorherigen Projekt von Luise Lieder wiederverwenden soll. Und er muss einen Datenmanagementplan erstellen. Remy ist zum ersten Mal hauptverantwortlich für das Datenmanagement und er fragt sich, was ist ein Datenmanagementplan? Gehört hat er das schon, aber was genau bedeutet ein Datenmanagementplan für seine Forschung? Er kontaktiert das Forschungsdatenteam, seine Einrichtung und die helfen gerne weiter. Sie erklären, dass ein Datenmanagementplan ein Dokument ist zur Strukturierung und Beschreibung des Datenmanagements entsprechend den spezifischen Anforderungen im Projekt. Es geht um alle Maßnahmen zum Datenmanagement entlang des gesamten Datenlebenszyklus, das heißt von der Planung über die Erhebung, Analyse, Archivierung bis hin zu Zugang und Nachnutzung. Wichtig ist es dabei, dass es um die spezifischen Anforderungen in dem Projekt geht. Das spielt die wesentliche Rolle. Aha, denkt Remy, aber wie geht man am besten vor? Er erfährt, dass es Vorlagen für Datenmanagementpläne gibt, zum Beispiel von den Förderern oder von seiner eigenen Einrichtung. So eine Datenmanagementplanvorlage umfasst typischerweise eine Sammlung von Fragen oder Checklisten. Aber nicht alle Fragen sind von Remy zu beantworten, denn es geht vor allem um die Fragen, die für sein Projekt relevant sind. Wenn es zum Beispiel ein Projekt mit personenbezogenen Daten ist, dann müssen Fragen zum Datenschutz und zur Ethik beantwortet werden. Wenn es um ein Projekt mit Industriebeteiligten geht, dann sind Fragen zum geistigen Eigentum, Intellectual Property, und zur Datensicherheit in Industriekooperationen von Interesse. Wenn der Forschungsförderer einen Datenmanagementplan fordert, dann geht es meistens um die Verfügbarkeit und um die Nachnutzbarkeit der Daten. Es gibt auch bereits mehrere Tools, die das Erstellen eines Datenmanagementplans unterstützen. Diese Tools enthalten typischerweise die Vorlagen zum Beispiel von Forschungsförderern und führen Remy Rius mit ihren Fragen durch den Datenmanagementplan. Sie unterstützen ihn auch dabei, den Datenmanagementplan gemeinsam mit seinen Projektpartnern zu erstellen. Denn eine gemeinsame Bearbeitung ist möglich und eine Versionierung ermöglicht es, leicht auf frühere Versionen zurückzukehren. Das Tool von Remy Rius unterstützt auch individuelle Templates und die Möglichkeit, ein Template im Nachhinein auszutauschen, um zum Beispiel auf eine aktuelle Version des Forschungsförderers zu wechseln. Remy nimmt sich die Vorlage und legt los. Typischerweise sind ein paar allgemeine Informationen enthalten zum Projekt, zu den Projektpartnern. Wichtig ist aber natürlich die Beschreibung der Forschungsdaten, wie sie erstellt werden, mit welchen Methoden, wie sie dokumentiert werden, auch die Sicherung während des Projekts und die Archivierung nach Projektende sind von Interesse. Auch die Möglichkeit, wie werden die Daten nach Projektende gegebenenfalls verfügbar gemacht, unter welcher Lizenz sind sie für andere Forschende nachnutzbar. Darüber hinaus klärt der Datenmanagementplan auch die Verantwortlichkeiten und er macht deutlich, dass das Datenmanagement Zeit und Ressourcen kostet. Entsprechend können Berücksichtigungen im Budget und im Zeitplan erfolgen. Remy Rius stellt fest, dass er noch längst nicht alle Fragen zu Projektbeginn beantworten kann. Ein paar Punkte klären sich erst, wenn die ersten Daten erhoben sind. Das ist normal. Der Datenmanagementplan wird kontinuierlich im Verlauf angepasst und erst am Ende des Projekts stellt er die Schlüsseldokumentation für das Datenmanagement im Projekt dar. Auch wenn das Erstellen eines Datenmanagementplans zunächst einmal Aufwand bedeutet, für Remy Rius sind die Vorteile von Datenmanagementplänen klar. Sie ermöglichen es ihm, sich vorab Gedanken über die Strukturen sowohl für sein Projekt als auch für die Daten in seinem Projekt zu machen. Sie legen ganz klar die Verantwortlichkeiten im Projekt fest. Wer ist wann für welche Daten verantwortlich und wann und wo werden Daten an andere Projektpartner oder Nutzer außerhalb des Projekts weitergegeben? Die damit verbundenen Aufwände werden genauso deutlich. Zugleich ist somit auch sichergestellt, wie die Daten erstellt werden, wie sie weitergegeben werden und somit ein Grundstein für die Datenqualität gelegt. Die Regelungen zu Nachnutzungsbedingungen und zum Zugang ermöglichen es, auch zwischenzeitlich im Projekt oder eben danach klarstellen zu können, wer wann welche Daten unter welcher Lizenz nutzen darf. Letztendlich führt all das zum Einhalten der guten wissenschaftlichen Praxis. Wenn auch Sie Fragen zum Datenmanagement oder zur Erstellung eines Datenmanagementplans haben, kontaktieren Sie das Team Forschungsdaten über das Service Desk.